Herzlich willkommen zu Senkrechtstart, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und eigentlich Schiffbauingenieur, aber meine große Leidenschaft, das sind die Raketen. Und in der Raumfahrt geht gerade richtig die Post ab. Im deutschen Sprachraum haben wir da noch Nachholbedarf. Bestimmt auch, da es bisher Raumfahrtkanäle wie Scott Manley, Everyday Astronaut oder Felix von What About It nur auf Englisch gibt. Diese Lücke, ja, die können wir natürlich so nicht stehen lassen. Und so habe ich mich von diesen hervorragenden Kanälen zu Senkrechtstarter inspirieren lassen. Mit Senkrechtstarter möchte ich dir Wissen und Begeisterung für die Raumfahrt vermitteln. Begeisterung für Raketen. Neben Neuigkeiten wie die spannenden Entwicklungen bei SpaceX und dem Starship erkläre ich dir jeden Montag, wie Raketen eigentlich funktionieren. In jeder Episode von Senkrechtstarter nehme ich mir ein wichtiges Raumfahrtthema vor. So können wir dann verstehen, wie die Menschheit zu den Sternen aufbricht. Damit du dich selbst auch weiter ins Thema einlesen kannst, gebe ich dir in allen Videos online verfügbare Quellen an. Die erkennst du an den eckigen Klammern. Und zu der Nummer findest du dann unter dem Video einen passenden Link. Und was erwartet dich konkret auf Senkrechtstarter? Naja, ich stelle zum Beispiel ganze Raketen vor, wie meine Videos zur Elektron von Rocket Lab, der Mondrakete Saturn V, der Falcon 9 von SpaceX, der russischen Soyuz, der europäischen Ariane, dem Space Shuttle, aber auch Raketen, die es noch gar nicht gibt, wie zum Beispiel erst die demnächst fliegende SLS der NASA oder das Starship von SpaceX. Ja, aber wenn man wissen möchte, wie ganze Raketen funktionieren, muss man auch die Grundlagen verstehen. Dafür habe ich Videos zum Rückstoßprinzip und der Raketengrundgleichung. Aber auch die Bewegung im All kann man mit meinem Video zu Newton oder dem Weg zum Mond verstehen. Für viele wohl am beeindruckendsten an Raketen sind die Triebwerke. Wie Raketentriebwerke funktionieren, erkläre ich dir zum Beispiel in meinen Videos zu den größten Triebwerken wie das F1, den effizientesten wie das RL10, die leistungsstärksten Triebwerke wie Feststoffbooster, europäische Triebwerke wie das Vulcan und ganz moderne Triebwerke wie das Raptor von SpaceX. Aber ich stelle auch exotische Triebwerke wie den Ionenantrieb der Starlink-Satelliten von SpaceX vor oder wie Raketenantriebe mit der Hilfe von Kernenergie funktionieren könnten. Ja, und ich mache Videos über besondere Ereignisse in der Raumfahrtgeschichte, wie mein Video über Apollo 13. Erzähle aber auch die Geschichte von SpaceX oder die Motivation von Elon Musk für die Marsbesiedlung. Auch bedeutende Rekorde von Astronauten habe ich hier vorgestellt. Besondere Ereignisse wie Starship-Starts kommentiere ich dir in Livestreams mit Fachwissen auf Deutsch. Weiter habe ich spannende Gäste auf dem Kanal, die mit mir über Raketentechnik, die Zukunft der Raumfahrt, Medizin im All und Themen wie Weltraumschrott sprechen. Neuerdings verlasse ich die Senkrechtstarter-Couch auch, um dir Raketenfabriken von innen zu zeigen oder wie eigentlich Satelliten gebaut werden. Und die Senkrechtstarter-Community wächst rasend schnell. Auf dem Senkrechtstarter-Discord sind wir mittlerweile fast 1000 Mitglieder, obwohl wir den Discord erst jetzt diesen Januar gegründet haben. Ja, und das sind Menschen, die sich für Raumfahrt begeistern. Auf dem Discord-Server tauschen wir uns über die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt aus, diskutieren technische Themen und vernetzen uns mit Gleichgesinnten, die auch für Raketen und Raumfahrt brennen. Ja, wenn das alles Themen sind, die dich interessieren, schau mal in meine über 100 Videos rein und abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.